An diesem regnerischen Aprilwochenende ist der LRG-TV hier in Hückeswagen an der Bevertalsperre. Wir wurden von der Bezirksregierung Köln mit alarmiert, um die Katastrophenschutzübung hier zu begleiten. Wieso, weshalb, warum? Wir werden es sehen. Ich begrüße euch beiden hier. Hallo Paul. Hallo Richard, hallo Carina. Entschuldigt, wenn ich mich so einmische. Du hast jetzt der Carina gerade das Szenario von heute erklärt. Kannst du es nochmal tun bitte, damit auch alle wissen, worum es geht? Gerne. Also wir haben hier an der Bevertalsperre die Lage, dass seit gestern ein Sturmtief von der Windstärke 12, also höchste Stufe, wir vor Ort haben mit großen Niederschlägen. Und die örtliche Gefahrenabwehr, sprich die Einheiten aus dem Oberbergischen Kreis, sind nicht mehr alleine in der Lage, diese Situation zu bewältigen. Daraufhin wurden die Wasserrettungszüge NRW alarmiert, alle 7 der DLRG und die 2 der Rotkreuz-Wasserwacht. Und die rücken jetzt nacheinander an. Es werden insgesamt 4 Wasserrettungszüge hier erwartet, in der Reihenfolge Rotkreuz, DLRG, Rotkreuz, DLRG. An beiden Tagen und sie arbeiten dann die Szenarien ab. Hauptaufgabe eigentlich dieser Übung ist es, die Kommunikation unter den verschiedenen Hilfsorganisationen und Organisationen. Meldung, Lage, weitergeben, Lagebild, dann Abarbeiten der Szenarien. Wir haben insgesamt 40 Unfalldarsteller, wobei 10 geschminkt sind in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Und die kommen aus den Organisationen der Jugendfeuerwehr, aus der Jugendrotkreuz und aus der DLRG. Und die werden dann abgeborgen. Zwischendurch, damit die Taucher, die auch in dem Bestandteil des Wasserrettungszuges sind, sollen dann von der Puppe, oder Quatsch, die sollen dann eine Puppe, die unter Wasser ist, eine 40 Kilo Tauchpuppe, sollen dann die Taucher noch in den Notfalleinsatz gehen, um diese Person zu retten. Ja, und danach gibt der Zug wieder an den nächsten Zug weiter, so dass die Übergabe weiter geübt wird. Wie sind denn unsere Züge, gerade die Züge der DLRG, deiner Meinung nach aufgestellt hier? Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir konnten 2 Züge alarmieren, die wir von Donnerstag in Voralarm gesetzt haben, gestern in die Alarmierung, sodass der erste Zug heute um 12 Uhr eintreffen soll. Die treffen hier auf dem Bereitstellungsplatz ein. Die Zugführer sind entsprechend informiert, die haben die Meldebögen von uns und wissen genau, mit welchem Trupp sie jetzt gleich zu tun haben. Sie haben noch nie zusammen geübt. Diese Konstellation ist neu. Oh, das finde ich beeindruckend, das ist gut. Wie lange wird denn jeder Zug hier üben am Stück? Geplant ist es so zwischen 4,5 und 5 Stunden. Und dann also mit Anfahrt, Heimfahrt und sowas sind unsere Helfer circa 8 bis 10 Stunden heute unterwegs und morgen. Dann habe ich jetzt eine Frage an die Carina. Carina, du wirst dem WDR gleich Rede und Antwort stellen müssen. Wie bereitest du dich von der Presseseite her auf so eine Übung vor? Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns regelmäßig vorbereiten natürlich für solche Termine, Schulungen machen und Material vorbereiten immer im Laufe des Jahres. Aber speziell, wenn dann der Einsatzbefehl oder eine Alarmierung kommt, ist natürlich eine enge Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung notwendig. Ich habe mich also gerade beim Richard informiert, was denn ganz genau passiert oder was auch schon passiert ist, wie die Übergabe heute Morgen gelaufen ist. Wir bekommen auch den Marschbefehl genau und haben also auch genau dieselben Informationen wie die Einsatzkräfte, die nachher hier antreffen. Aber damit ich eben den WDR betreuen kann, mache ich mir schon mal ein Bild hier vor Ort, damit ich denen das natürlich alles genau erklären kann. Wie ist denn gerade, sage ich mal, das Team der Verbandskommunikation vom LV grundsätzlich in so ein Einsatzgeschehen eingebunden? Also es ist so, dass wir direkt informiert werden, wenn so eine Alarmierung erfolgt, werden wir direkt mit informiert, damit wir eben auch sehr zeitnah mit unterstützen können. Für uns gilt da dasselbe wie für die anderen Einsatzkräfte auch. Du musst das aus deinem Alltag raus und musst mitziehen. Und deshalb ist das auch ganz wichtig, dass wir von Anfang an informiert sind und dann natürlich auch auf Anfragen schnell reagieren können. Den meisten wird sicherlich bekannt sein, was zu so einem Einsatzteam dazugehört. Was gehört zu so einem Verbandskommunikationsteam dazu? Also speziell in Bezug auf solche Einsatzsituationen gehört ein Presseteam eben dazu, und zwar jemand, der die Presse betreut, der also auch Interviewpartner vermittelt. Es gehört jemand dazu, der im Hintergrund Pressemeldungen schreibt und veröffentlicht auf der Internetseite oder auch an eben einen Presseverteiler versendet. Facebook ist natürlich heute ein ganz wichtiges Thema. Da sitzt also jemand hier, der sehr zeitnah berichtet, wenn das möglich ist. Bei dieser Übung verzichten wir eben auf eine zeitnahe Berichterstattung. Das ist auch ganz wichtig, weil, was der Richard eben sagte, es
wird ja bis morgen Abend geübt und jeder soll hier die Chance haben, wirklich zu üben und nicht nur irgendwas nachzumachen. Ansonsten gehört zum Team der Verbandskommunikation ja eben auch das DLRG TV-Team. Und das ist natürlich auch eine super Sache, dass ihr hier sein könnt und eben auch berichtet und damit auch dann im Nachhinein natürlich nochmal die Übung lange Zeit sichtbar macht. Richard, wir sind es ja gewohnt im LV Nordrhein, dass es jedes Jahr so eine schöne große Übung gibt. Ist das eine dieser Übungen? Ja und nein. Also es wird unsere diesjährige Übung sein, aber die haben wir nicht organisiert, sondern wir sind von der Bezirksregierung Köln und Düsseldorf zu dieser Übung alarmiert worden, Einsatzbefehl erhalten, so dass wir dann heute hier sein müssen. Was genau bedeutet das, dass wir von der Bezirksregierung alarmiert worden sind? Wir werden ja jedes Jahr überprüft, ob wir funktionstüchtig sind, ob wir einsatzfähig sind und das wird bei dieser Übung mitgemacht. Die Einheiten werden von der Bezirksregierung kontrolliert, ob wir unser Material haben, ob unser Personal stimmt, ob wir da sind und auch wirklich nicht nur auf dem Papier stehen und das wird heute mit kontrolliert. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist ja eigentlich eine geheime Übung. Wir haben natürlich im Vorfeld unheimlich viel gesehen, dass es schon anfing auf Facebook bekannt zu werden und so weiter. Wie geht man damit um? Ist so eine Übung dadurch nicht in Gefahr zu platzen oder was macht das? Nein, du musst irgendwann durchziehen. Also du kannst geheim halten, aber weder in einer Hilfsorganisation noch bei der Feuerwehr schaffst du es wirklich in dieser Masse und mit diesen Medien, die heute da sind, alles geheim zu halten. Es war bei dieser Übung so, dass dann schon eine Presseveröffentlichung aus dem Oberbergischen Kreis der Presse kam und dadurch wussten natürlich dann auch unsere Helfer schon, dass dann wo die Übung ist und auch wo es hingeht. Tobias, du hast als Abschnittsleiter Evakuierung an der Übung teilgenommen. Was ist deine Aufgabe gewesen? Ja, ich bin als erstes Boot mit dem Notarzt rübergefahren. Wir haben die Lage gesichtet und dann veranlasst, dass die ganzen Leute da evakuiert werden. Vorgefunden haben wir folgende Lage. Es war ein Jugendzeltlager der Jugendfeuerwehr Hückeswagen. Vermisst wurden angeblich ca. 45 Personen, von denen aber gar nicht alle zugegen waren. Das heißt, wir hatten Verletzte von leicht verletzt, Schürfwunden, über schwer verletzt, Rollstuhlfahrer, Blinde bis hin zu akutem Bauch und dazu kamen dann halt Vermisste. Deshalb mussten wir als erstes Boot, als Abschnittsleitung erstmal Material, Sandpersonal und vor allen Dingen Transportmaterial, Boote nachfordern. Was dann geschehen ist, der ELW hat uns nach und nach die Boote geschickt, es wurde weiteres Sandmaterial und Personal geliefert. Wir konnten dann, nachdem wir die schweren Sandfälle verarztet hatten, abtransportiert hatten und nur noch betreuen mussten, auch Leute entbehren, die dann einen Suchtrupp starten. Dadurch haben wir noch weitere 6 Leute gefunden, die aus dem Panikhaus einfach weggelaufen sind und konnten dann nachher relativ ruhig die übrig gebliebenen, leicht bis gar nicht Verletzten nach und nach abtransportieren und haben das somit eigentlich relativ zufriedenstellend abgearbeitet. Jetzt haben wir ja eine erfolgreiche Übung hier hinter uns gebracht und ihr seid beide Einsatztaucher aus dem Bezirk Oberberg. Wie seid ihr alarmiert worden bzw. was war für euch das Einsatzstichwort und wie hat eure ganze Aktion dann funktioniert? Ja, wir sind gerufen worden als zweites Tauchteam zu dem Einsatzort, vermisste Person im Wasser und sind mit dem Boot rübergekarrt worden, haben kurz die Lage eingeschätzt. Haben befunden, dass wir eine Suche vom Wasser aus machen müssen, haben das Boot in der Mitte befestigt an Seilen und mit Grundankern und wir sind dann ins Wasser und haben die Suche begonnen. Danach bin ich ungefähr, die Person sollte ungefähr im Bereich 10 Meter Tiefe liegen
Und ich bin dann unten hin und her getaucht. Die Sicht war teilweise sehr, sehr schlecht. Und bin dann bei 9 Meter Tiefe auf die Person gestoßen. Als ich dann die Person gefunden habe, habe ich versucht, sie zu bergen. Es war unmöglich, sie zu bergen. So habe ich Leinenzeichen gegeben, dass ich Unterstützung brauche. Der zweite Taucher hat sich oben fertig gemacht und ist zu mir runtergekommen. Du bist der zweite Taucher gewesen, der ihn unterstützt hat. Wie hat das dann, Szenario dann für dich weiter ausgesehen? Ja, nachdem Frank mich als Sicherungstaucher angefordert hat, habe ich eine Leine vorbereitet, habe die vorbereitete Leine genommen, mit dem wir den Verunfallten bergen wollten, und bin an der Sicherungsleine zu ihm runter. Und dann haben wir gemeinsam die verunfallte Person eben mit dieser Leine befestigt oder an der Leine befestigt und sind dann aufgestiegen. Die Person lag ja leblos schon längere Zeit im Wasser, da war also nicht mehr mit Lebensrettung zu erwarten. Von daher war unsere Sicherheit vordringlich. Wir sind ganz normal geregelt aufgestiegen, ausgetaucht und haben dann die Leine der Bootsbesatzung übergeben, sodass die den Kameraden hochziehen konnten.